Hella, wo bist du überhaupt? Und drei Batterien, zwei falsch rum und eine nicht drin. Nein, das ist so richtig frech. Entschuldigung, was machen Sie hier? Ob das hier noch was wird mit unserem Essen? Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Was machen wir heute? Wir werden heute eine Nacht im Supermarkt verbringen. Um genauer zu sagen, in dieser Zimmermann-Filiale. Und dieses Mal haben wir nicht wie sonst irgendwelche Schlafsachen oder so dabei, sondern heute haben wir einfach nur uns und unsere Klamotten dabei und sonst nichts. Also hoffen wir mal, dass der Slogan hier stimmt, mehr als du denkst. Und dass wir hier alles finden, was wir brauchen. Also lass uns mal reingehen, denn der Laden schließt jetzt schon. Es ist 19 Uhr. Schau mal, die Sicherheitsvorkehrungen sind schon getroffen. Ja. Jetzt gehen wir mal rein, wo kein anderer mehr da ist. Die Tür wird jetzt auch geschlossen. Noch sind Mitarbeiter da, aber die machen gleich Feierabend. Und wir dürfen hier einfach die ganze Nacht bleiben. Ich möchte so eine Leinwand malen. Heute Nacht? Ja, wir können ja alles machen. Ich würde sagen, wir haben noch eine lange Nacht vor uns, oder? Also uns wurde gestattet, hier wirklich alles zu tun und zu lassen, was wir wollen. Wir sind sehr gespannt. Ich weiß selber noch nicht, was wir machen werden, aber es gibt hier wirklich scheinbar alles. Von Lebensmitteln über Elektrogeräte. Hella, wo bist du überhaupt? Ich habe schon ein Bett gefunden für diese Nacht. Genau. Du schläfst in diesem Hundekörbchen. Wir müssen uns halt wirklich ein Bett bauen. Wir warten jetzt erstmal, bis die Mitarbeiter den Laden verlassen und wir unsere Ruhe haben. Oh, ich liebe solche Videos. Ich liebe es einfach. Hier ist auf jeden Fall schon mal so ein Strahler. Den können wir gut gebrauchen, wenn das Licht gleich ausgeht, damit wir noch was sehen und unser Nest herrichten können. Wir müssen erstmal einen Ort finden, wo wir uns einrichten. Weißt du, am besten ist ja eigentlich in der Nähe von dem ganzen Essen, brauchen irgendeine Fläche, wo wir dann auch nachher liegen können. Boah, diese ganzen Süßigkeiten hier. Wir gehen jetzt schon mal hier in die Essensabteilung, weil ich muss wirklich sagen, ich habe richtig Hunger. Wir müssen uns erstmal gleich was zu essen machen. Also ich finde es auf jeden Fall wesentlich besser, als in einem Pferdeladen zu übernachten, weil hier kann man sich einfach bedienen und das essen. Stimmt. Das ist richtig nice. Wir könnten hier auch die Wandfarbe verändern. Einfach die Wände streichen. Streichen einfach den Laden. Wir nehmen einfach so eine Schubkarre und legen uns da rein. Die polstern wir noch mit so Umzugskartons. Oh, jetzt geht das Licht aus. Also das Licht bleibt scheinbar an. Das ist ja so gruselig. Also hier hinten ist ein bisschen Licht. Ab jetzt wird es wirklich spooky. Wir brauchen erstmal eine Taschenlampe oder sowas. Oh Gott, ich kriege hier einen Schock. Das ist ja gruselig. Die erschreckt dich heute Nacht einfach. Wehe, wehe, Tom, wirklich. Wir brauchen erstmal irgendwie eine Taschenlampe, Hella, oder sowas. Ja. Schau mal, hier gibt's Lampen. Ey, so eine Kopflampe, dann hat man die Hände frei. Ich nehme diese riesengroße. Die erinnert mich an Jurassic Park irgendwie. Obwohl, nein, ich nehme so eine von Stranger Things. Wie nice. Stranger Things. Stranger Things. Perfekt. Ist ja mega genial. Weißt du, wie ich mich fühle, Hella? Wie? Wie nachts im Museum. Ja. Brauchen. Entschuldigung, was machen Sie da vorne? Hella, du machst mir Angst. Hella, wo gehst du hin? Verlassen Sie sofort den Laden. Wir brauchen jetzt irgendeine Schere oder so, um das hier aufzumachen. Alarm! 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 Hören Sie jetzt auf. Tom, das ist jetzt wirklich eine zu viel. Tom, jetzt bin ich am Anfang schon. Oh Gott. Hast du dich erschrocken? Nein, ich habe dich schon halb gesehen. Und da bin ich dann trotzdem erschrocken. Das brauchen wir. Was ist das? Das ist meine Pistole, falls Einbrecher kommen. Die haben bestimmt richtig Respekt vor dir, wenn du da mit so einer pinken Pistole Bubble Gun stehst. Besser und da so Seifenblasen rauskommt. Hände hoch oder ich schieße! Ja, ich nehme ja schon die Hände hoch. Also ich bin perfekt ausgerüstet. Was machen Sie hier im Laden? Hände hoch oder ich schieße? Da kommt da so Seifenblasen. Ich bin, glaube ich, besser ausgerüstet in meiner Kopflampe. Das ist eine Schere. Wir versuchen die jetzt zu benutzen, ohne die auszupacken. Dann lass uns die hier nehmen. Und jetzt wieder zurückhängen. Es ist gar nichts passiert. Hat keiner gesehen. Ich glaube, da sind noch gar keine Batterien drin. Wir brauchen Batterien. Oh, perfekt. Wo gibt's die denn jetzt? Weiter geht's. Batterien. Wahrscheinlich dann in der Elektroabteilung, wo wir eben waren. Direkt daneben sind einfach die Batterien. Oh, wow. Sind das die richtigen? Ich weiß es nicht. Die sehen ein bisschen groß aus, oder? Nee, das passt. Ja, die sind zu groß. Tom, wir reißen hier wirklich alles auf. Ohne Grund. Ich brauche doch nur eine Taschenlampe, um was zu sehen. Soll ich dir sagen, wo es immer Batterien gibt? Wo? An der Kasse. Ich glaube, das sind die richtigen. Für Mini-Batterien. So, das sind normale. Und das Mini-Batterien. Schau mal, die hier. Könnten das die sein? Ja, die könnten passen. Wenn die jetzt wieder nicht passen. Dann flippe ich wirklich aus. Hast du die denn schon bezahlt? Nein. Komm mit. Ich muss sie erstmal abkassieren. Oh, ich will auch einmal dahinter gehen. Darf ich die bitte abkassieren? Nee, du hast die aufgemacht. Ich kassiere die ab. Hallo. Hier steht aber ganz groß, Kasse geschlossen. Ja, für sie mache ich die extra auf. Oh, das ist ja lieb. Was hätten Sie denn gerne? Einmal bitte diese Batterien. Piep. Oh, das hat echt gepiept. Ups. Ungültige Kassierdaten. Okay. Ach, ich, okay. Irgendwie funktioniert die Kasse nicht. Also sie können die einfach so nehmen. Ja. Oh, perfekt. Ich mache die Kasse auch jetzt zu. Oh, ich
ja gar nicht mehr raus. Dann bleiben sie einfach hier. Passen die? Ja. Das sind die richtigen. Hast du die richtig rum reingesteckt, die Batterien? Hella, hier fehlt ja noch eine Batterie. Oh. Oh Mann, ey. Die hier ist falsch rum drin, Hella. Ich konnte nicht sehen, es war so dunkel. Und die ist auch falsch rum drin. Von 3 Batterien, 2 falsch rum und eine nicht drin. Nein, doch. Oh. Wow. Sehr gut. Richtig so. Nice. Du bist echt gut ausgerüstet jetzt. Nicht 7 vs. Wild, sondern 2 in the Supermarket. Dann lass uns mal was zu essen suchen, oder? Hast du auch Hunger? Nee, lass erstmal irgendwie so einen Platz finden, wo wir uns einrichten. Es ist voll schwierig, aber ich würde halt wirklich diese Hundekörbchen nehmen, weil die sind schön weich. Erst war es halt nur ein Spaß von mir, aber jetzt meine ich tierisch ernst. Tierisch ernst. Ich würde es mir, glaube ich, entweder hier in der Ecke bequem machen. Ja. Oder da unter der Lampe. Wir stellen einfach diese Kiste hier runter und dann haben wir schon eine freie Europalette. Darauf können wir essen und sowas. Okay. Oder wir räumen einfach alles weg und bauen uns hier ein komplett eigenes Bett. Können wir auch. Dann lass uns mal ein Bett suchen. Jeder sucht für sich ein Bett. Okay. Und du darfst mir nicht nachmachen mit den Hundekörbchen. Also, ich schaue mich jetzt nach einem Bett um und ich habe wirklich überlegt, ob ich einfach so ein paar Kartons hier aufeinander lege. Dann hat man nämlich schon mal eine weiche Unterlage. Ich habe nämlich eben gesehen, dass hier hinten so Textilien sind. Vielleicht gibt es hier ja auch irgendwie so eine Bettdecke oder so. Dann wäre das so eine weiche Unterlage. Irgendwie ist hier nicht das, was ich mir so vorstelle. Hier ist ein Teppich. Das wäre schon mal was Weiches. Hier ist es einfach richtig dunkel. Oh, Leute, Kissen. Nee, das ist eine Decke. Mikrofaser-Steppbett. Wie nice ist das denn? Gästebett? Wartet mal. Leute, hier ist einfach ein Gästebett. Ich will nicht so laut schreien, damit Hella das nicht mitkriegt. Also ich freue mich schon, Hellas Gesicht gleich zu sehen, wenn ich da mit so einem Gästebett ankomme. Ich brauche eigentlich einen Einkaufswagen, damit ich das Bett da hinten hinrollen. Wieso piept hier alles? Ich hoffe, hier ist nicht irgendwie ein Bewegungsmelder, der jetzt so einen Alarm hier ausgelöst hat oder so. Aber hier steht auf jeden Fall ein Einkaufswagen. Ich lade dann mal das Bett ein. Was? Diese Decke kostet einfach nur 14,99 €. Nehme ich. Weil mein Bett jetzt eigentlich schon fertig gebaut ist, ich brauche nur noch eine Bettdecke quasi, also was ich mir überlegen kann, versuche ich Tom jetzt auch nochmal zu erschrecken. Hella hat den... Entschuldigung, was machen Sie hier? Ich hasse es, erschreckt zu werden, Hella. Das war so witzig, dein Blick. Guck mal, was ich gefunden habe. Nein, du hast nicht so ein aufstellbares Bett gefunden. Ja, das ist ein Gästebett. Ich flipp aus. Viel Spaß in deinem Hundekörbchen. Ich such mir doch nochmal was. Ja, genau. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, Hella hat den Vorteil, dass sie immer ohne Kissen schläft. Ich brauche halt ein Kissen. Och Mann, ich bin jetzt richtig traurig. Ja, Pech. Dass du so ein gutes Bett hast und ich habe gar nichts. Das war deine Idee. Du warst schadenfroh und hast gesagt, ich darf nicht das gleiche nehmen wie du. Ich nehme jetzt hier ein Kissen mit. Also ich sag euch eins, mein Bett wird richtig bequem. Shopping war erfolgreich. Darf ich dir präsentieren? Mein Bett. Hast du meins schon gesehen? Ja, so frech. Und das ist deine Decke? Ja. Süß. Dieses Bett. Oh, ich werde schlafen wie ein Schäfchen. Ich auch. Wie ja. Ein Hund. Wie ein Hund. Ich wusste halt nicht, dass Zimmermann auch sowas hat. Mehr als du denkst. Oh. Okay. Es piept halt schon es wieder. Piept, das sind, glaube ich, immer diese Notausgangsschilder. Das ist so gruselig. Weil da hinten hat auch schon eins gepiept. Ich hätte nie gedacht, so dass ich hier in einem Bett schlafen werde. Du darfst jetzt aber noch nicht schlafen. Wir müssen jetzt noch was essen. Wir müssen noch Zähne putzen. Ich hoffe, die haben Zahnbiss, aber die haben sie safe. Aber guck mal, wer hier gegenüber von mir steht. Rufus! Oh, nice. Mhm. Man muss die erst so zur Hälfte aufbeißen? Nein, man muss die einfach essen. Lass uns was Richtiges zum Essen suchen. Wir können uns hier einfach überall bedienen. Das ist so nice. Wirklich. Vor allen Dingen, mich würde interessieren, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr machen würdet, wenn ihr hier eine Nacht schlafen könntet. Wir haben uns viel zu wenig Gedanken gemacht, was man hier machen kann. Ist so. Was wollen wir trinken? Wasser. Ach ja, ganz normal. Wer macht's nicht? Einfach so im Supermarkt. Gluck, gluck, gluck. Ach, köstlich. Nein, das ist so richtig frech. Monster-Alarm. Also, die nehme ich erstmal mit. Was? Hella. Hier ist einfach Durstlöscher, saurer Apfel.
Sieht richtig gut aus, wie diese Apfelringe. Aber es kann auch nicht gut schmecken, wenn man davon irgendwie so einen ganzen Saft hat. Und? Schmeckt halt wie sehr süßer Apfelsaft einfach. Ich will es auch probieren. Obwohl es eigentlich sauer sein sollte. Vielleicht ist es auch sauer. Vielleicht kann ich es nicht unterscheiden. Darf ich es mal probieren? Nicht so deins? Mann, ich habe mir richtig viel erwartet davon. Das ist echt nicht so schlecht. Hä? Gerade mochtest du es nicht. Ich muss mich erst dran gewöhnen. Ich gehe jetzt in die Abteilung von den Maschinen. Kommt mal Maschinen? Mit. Diese Maschinen. Oh, schau ein Rasierer. Mal. Wir können hier so Puffer-Deals machen. Genau. Oder Donuts. Genau. Wie cool wäre das? Wir können auch Musik hören. Was wollen wir denn essen? Ich habe so Hunger. Ich weiß es auch nicht. Wir könnten... Guck mal, wir könnten uns sogar Pommes frittieren. Einfach so. Nein. Wir haben hier auch einen Wasserkocher. Ja, damit können wir echt so Nudeln kochen. Brauchen nur noch Strom. Wir haben sogar einen Herd. Wir haben hier alles. Alles, was wir brauchen. Hier ist eine einzelne Herdplatte, die nehmen wir. Die ist ja mini. Das ist doch gut, oder? Einfach eine Herdplatte für 12,99 €. Ja. Und lass uns bitte hier so einen Strahler mitnehmen, weil es ist sonst halt wirklich viel zu dunkel da hinten. Hier, guck mal, hier hängt... Lol. Ohne Witz? Das ist jetzt ein Joke, oder? Als hätten die das extra für uns hingehangen. Das ist jetzt... Also, no joke, Leute. Das ist einfach kompletter Zufall, dass hier eine scheiß Steckdose hängt. Wir sind jetzt in der Fischabteilung und schauen gerade mal, ob hier irgendein Fisch... uns zusagt. Ich finde so ein Thunfischsteak auch richtig nice. Rotbarschfilet oder Scholle. Schmeckt das gut? Wir machen hier richtig Drei-Gänge-Menü, ich glaube schon. Ist halt wirklich so. Dann nehmen wir Rotbarsch. Jetzt brauchen wir noch eine Beilage für den Fisch. Okay. Gemüse oder so, ne? Ja. Ich habe die Lösung für unsere Probleme gefunden, Tom. Das wäre? Wir gehen dann hier einkaufen. Also, wohnen wir einfach im Supermarkt, dann haben wir das Problem gar nicht. Ah. Hella, ich habe hier so... Dosen Erbsen mit Möhren gefunden. Ja, das ist doch gut, oder? Und das noch mit Reis? Ja. Uncle Ben's, ja, das ist gut. Ich hätte mal lieber die Anleitung benutzen sollen beim Zusammenbauen. Oh nein! Ups. Bin ich dumm. Sorry. Ist generell so eine Frage, ob man hier überhaupt halt so kochen darf, ne? Ich weiß es auch nicht, aber ich würde sagen, wir machen es einmal. Let's go. Ich hole jetzt ein Verlängerungskabel, dann baue ich das Licht auf, dann baue ich den Herd auf und dann wird gekocht. Das ist halt so witzig, dass wir genau hier eine Steckdose haben. Oder eher gesagt, dass wir unser Lager direkt in der Nähe von dieser Steckdose aufgebaut haben. Ja. So bei Seven vs. Wild, die gucken erstmal, okay, wo kommt kein Regen rein und keine Ahnung was, wir so, wo ist eine Steckdose? Die Jugend von heute. Wir ziehen die Europalette hier einfach noch hin. Der perfekte Herd zum Mitnehmen. Wie süß. Ich einfach find's ultra süß. Eine Herdplatte. Okay, ich glaube, ich schließe das Licht mal eben an, damit wir hier ein bisschen mehr sehen. Bist du bereit? Ja. Wow, es passiert absolut gar nichts. Das geht doch nicht. Kann halt sein, dass die abgeschaltet sind. Aber es gibt hier ein paar Lampen, die sind ja an. Ja, wow. Es geht. Also es lag nicht an der Lampe, sondern an den Steckdosen. Hier, die Abteilung finde ich auch sehr schön zum Kochen. Schau mal hier neben den Blumen. Dann nehmen wir das hier nur zum Abendbrotessen hier. Ja. Ich habe jetzt einen Tisch oder auch Stuhl besorgt, je nachdem, wie man es nutzen will. Und einen Feuerlöscher. Besser ist. So kann uns nichts passieren. So ein Mini-Feuerlöscher. Ja, voll gut, oder? Ja. Da gab es auch eine Nummer größer, aber ich dachte, das brauchen wir nicht. Also, da hinten stehen ganz viele Feuerlöscher. Ich besorge jetzt hier eine Pfanne. Welche nehme ich denn jetzt? So eine beschichtete. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal die hier. Unser Herd ist ja jetzt auch nicht so groß. Deshalb nehme ich die jetzt mal. Joa, also die Pfanne ist schon relativ groß für diesen kleinen Herd. Aber ich würde sagen, das passt noch. So, das Essen ist da. Du hast eine Pfanne besorgt. Hast du Butter oder irgendwas, womit wir das mal erstmal anbraten können? Nein. Ich würde sagen, ich wasche mal diese Pfanne kurz aus. Und du ich holst einen Pfannenwender. Pfannenwender und Butter. Oder irgendwie Öl oder irgendwas, was wir da reintun können. Das ist unser Schlagutensil, falls ein Einbrecher ja. kommen sollte. Nein, du hast doch deine Waffe. Wo hast du die eigentlich? Die habe ich irgendwo verloren. Hier ist das erste deutsche Fernsehen. Einen Pfannenwender habe ich gefunden und jetzt brauchen wir hier noch Öl. Essig, hier ist Öl, aber nur so Riesenpackung. Aber dann ja. müssen wir wohl eine große Packung aufmachen und dann nehmen wir den Rest einfach mit. Die Pfanne ist gewaschen, Öl ist auch da. So, und jetzt noch umrühren. Aber Hella, ich bin ja auch kein Koch oder so, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus meiner Kindheit, soll man nicht einen Metallpfannenwender in einer beschichteten Pfanne benutzen. Ich hole einen neuen Pfannenwender und dann wasche ich den noch ab. Und dann schmeißen wir den Fisch in die Pfanne. Ich werde jetzt schon mal den Herd hier anmachen. Und jetzt warten wir einfach mal, bis das Ganze heiß wird. Und dann machen wir den Fisch dazu. Welcher Mensch auf dieser Welt stand schon einmal in einem Supermarkt und hat hier sich Fisch gebraten? Einfach noch keiner. Soll ich den Fisch reinlegen? Ja. Hau rein, das Ding. Wow. Das ist halt wie so ein Eis.
Block. Jetzt heißt es warten. In der Zeit schaue ich mal, wie man diesen Reis zubereitet. Mir ist aufgefallen, da gab es noch... Das Licht ist gerade ausgegangen und gleichzeitig ist die Herdplatte auch ausgegangen. Ich weiß ja nicht, aber vielleicht war das ein bisschen zu viel Energie für diese Steckdose. Ob das hier noch was wird mit unserem Essen? Also wenn es ein Kurzschluss gewesen wäre, dann wären auch alle anderen Lichter ausgegangen. Vielleicht müssen wir einfach gleich doch Dosenfutter machen. Es sieht mal wieder mehr als aussichtslos aus für uns. Zwei Menschen, die sich in einem Supermarkt bei Zimmermann einen Fisch braten wollten. Und die Steckdose ist jetzt einfach ausgegangen. Wie kann das sein? Vielleicht sollte man nicht so ein fettes Licht und eine Herdplatte in eine Mehrfachsteckdose stecken. Wir sind wieder zurück da, wo wir nach der Essenssuche gestartet sind. Ich würde sagen, Brot. Jeder sucht sich einfach was aus und dann essen wir das gleich. Okay. Hier ist eine geräucherte Forelle. Die muss man halt nicht kochen. Ich schaue erstmal weiter. Wir hätten mal die Steckdose nicht schrotten sollen, dann hätten wir jetzt hier noch so Frühlingstopf essen können. Das sieht gut aus. Thunfischsalat. Das nehme ich mit. Was hast du geholt? Zwei Gabeln, schau mal. Das sind. Oh, perfekt. Zwei Stück. Und zwei Messer. Was hast du denn? Geflügelwürstchen, Senf, Thunfischsalat. Lecker. Ich habe rote Beete. Ja, aber schau dir das mal an. Das hatte ich gerade auch in der Hand. Das ist aber so ein Gelee. Ach so. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja. Darauf habe ich ja gar nicht geachtet, oh. Du wolltest so ganze rote Beete ja essen, ne? Nee, das esse ich nicht. Farmersalat, Krautsalat. Okay. Und Wraps. Machst du dir Wraps oder was? Ja, die ich einfach so essen werde. Ja, dann brauchst du aber noch einen Teller. Ach, das geht schon so. Ist irgendwie ganz schön deprimierend, wenn man so richtig leckeres Essen sich vorgestellt hat. Mhm. Wir waren gerade dabei, es zu machen. Müssen wir uns mit Fertigessen zufrieden geben. Es kann halt nicht immer alles so laufen, wie man sich das vorstellt. Oh nein! Also ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Joa. Es wäre so gut geworden, wenn der Strom weiterhin funktioniert hätte. Hätten wir jetzt ein richtig schönes Fünf-Gänge-Menü. Wir hätten so viel kochen können. Und morgen, ich sag's dir zum Frühstück, da hinten stand so eine Heißluftfritteuse. Ich dachte schon einfach morgen früh so Aufbackbrötchen machen. Oh ja, was ich dachte, da waren so Pancakes. Ja. Die hätten wir in die Pfanne tun können. Ich esse jetzt noch so ein Wrap. Und ich esse meine Bockwürstchen. Freue mich einfach auf den Nachtisch. Hella ist einfach losgegangen, holt sich jetzt noch irgendwas. Es ist so geil. Man sitzt hier, isst so. Ah, ich habe noch Hunger auf das und das. Okay, gehe ich einfach mal los und hol das. Schön Bockwurst mit Senf. Ich habe fast vergessen, meine Capri-Sonne hier zu probieren. Da ist auf jeden Fall Apfel, Erdbeere, Kirsche, alles ist da drin. Aber es schmeckt echt ganz nice. So, einfach alle Früchte gemischt. So, ich brauche auch noch was zu essen. Ich kann jetzt nicht nur Bockwürstchen essen. Ich wette mit euch, dass Hella sich gerade den Nachtisch holt. Diese Teile liebe ich einfach auch. Es ist so gefährlich, dass wir einfach direkt neben so einem Regal hier schlafen. Ich liebe es einfach. Knusper-Puffreis mit Mais. Das habe ich mir einfach früher immer nach der Schule gekauft. Ich habe immer die Pfandflaschen beim Kiosk abgegeben und mir dafür dieses Puffreis oder Wassereis oder irgendwie sowas gekauft. Tom, was glaubst du schmeckt besser auf dem Wrap? Ich habe zwei unterschiedliche Soßen gefunden. Einmal eine Hamburger-Soße und einmal ein Salatdressing. Ich würde die nehmen. Ja? Okay, dann nehme ich aber die. Obwohl zu Salat passt halt besser. Meist kommt ja ein Salat. Ich würde das Joghurt-Dressing. Einfach die halbe Packung Dressing drauf. Ich finde, ein Wrap braucht auch gar nichts anderes außer Mais. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr essen würdet, wenn ihr jetzt hier keine Herdplatte oder irgendwas hättet, aber euch frei bedienen könntet. Es geht. Ich gehe jetzt nochmal los. Also Deutscher geht's wirklich nicht. Kartoffelsalat, Bockwurst und Senf. Schmeckt aber tatsächlich hervorragend. Ich habe jetzt auch was Gutes gefunden, Kartoffelsalat. Kartoffelsalat ist immer gut. Mhm. Ich habe mir jetzt diese Asia-Reischips geholt, Exotic Asia. Habe ich noch nie gegessen. Ich bin total gespannt und werde die jetzt einfach mal probieren. Nice. Ja. Aber ein bisschen scharf. Ist noch voll was für dich, oder? Ja. Kleines Update. Tom schläft einfach schon. Ich wollte dich nicht wecken. Gute Nacht weiterhin. Ich bin nämlich gerade dabei, mir Farben auszusuchen, denn ich möchte wirklich ein abstraktes Bild malen. Ich stand hier jetzt die ganze Zeit vor und habe die ganze Zeit geschaut, welche Farben ich nehmen kann. Ich habe mich im Übrigen für die größte Leinwand entschieden, das ist die hier. 80 x 120 cm, denn ich liebe es einfach, auf großen Leinwänden zu malen, vor allen Dingen mit Acryl. Ja, ich bin mal gespannt, was das wird und vor allen Dingen möchte ich nicht so viele Farben nehmen. Deshalb überlege ich die ganze Zeit, ob ich so eine Palette sonst nehme, aber dann habe ich halt nur solche Pastellfarben. Damit ich hier nicht alles einsaue, habe ich mir jetzt erstmal so eine Malerfolie geholt. Das ist einfach so ein Untergrund, den ich zum Malen benutze. Die Leinwand mache ich jetzt natürlich auch noch auf. Die erste Farbe, an der ich mich orientiert habe, ist Powder Rose. Dann habe ich noch Silber,
hellgelb, schwarz und Pfirsich. Und jetzt kommen wir zu dem Allerwitzigsten, was ich in keinem Laden zuvor entdeckt habe. Und zwar gibt es hier einfach so Strukturpasten. Und zwar habe ich hier, es gab irgendwie kein normales Weiß, deshalb musste ich das nehmen. Einmal Strukturpaste glatt, dann gibt es einmal Zement und Sandstein. Bin ganz gespannt und will damit unbedingt malen. Außerdem habe ich jetzt auch noch Pinsel. Ich bin noch am Überlegen, was ich hier gleich überhaupt drauf malen werde. Das Praktische ist, ich bin ja quasi in der Malabteilung hier. Ich feiere das nämlich total, wenn man auch so eine andere Struktur noch ins Bild bringen kann. Hier gibt es auch so Spatel. Einfach mit so einem Spatel noch malen. Mega cool. Kleines Update von dem Bild. So sieht es jetzt gerade aus. Und jetzt versuche ich noch ein bisschen Farbe in die ganze Sache zu bringen. Oh Leute, ey, ich habe gerade erstmal gepennt. Ich weiß nicht, wie lange, weil ich nicht auf die Uhr geschaut habe, wann ich mich hingelegt habe. Aber es ist jetzt 23.09 Uhr. Und kennt ihr das, wenn man so nach dem Essen einfach so dieses Füllegefühl hat und so träge wird und dann irgendwie müde? Ja, dann darf man sich eigentlich nicht hinlegen, aber genau das habe ich gemacht. Und zack, bin ich weggeratzt. Ja, hier stehen auf jeden Fall noch die ganzen Essenssachen. Ich habe mir gerade noch ein paar Chips wieder gesnackt. Ich gehe jetzt mal schauen, was Hella in der Zwischenzeit gemacht hat. Oha! Und? Das hast du in der kurzen Zeit gemacht? Ja. Das ist wirklich krass. Damit habe ich das ganze Bild gemacht. Mit was? Diesem Schaber. Ich hätte gar nicht Pinsel gebraucht. Ja, dann machen wir weiter. Ich werde in der Zwischenzeit, glaube ich, mal alles ein bisschen aufräumen, weil wir haben irgendwie überall alles einfach stehen und liegen gelassen. Bevor morgen früh die ersten Mitarbeiter kommen, die einfach um 6.30 Uhr schon kommen, räume ich hier schon mal noch ein bisschen auf und mache uns das hier mal ein bisschen gemütlicher, weil jetzt gerade, ja, liegt hier einfach alles so rum. Ein paar Sekunden später. Und es sieht hier wieder clean aus. Aber was ist das? Was ist das? Wieso liegst du in meinem Bett? Ich habe mich jetzt hier auch mal hingelegt. Du hast gerade schon geschlafen. Ja, aber... Das ist mein Bett, ja, da ist dein Bett. Ich muss mich jetzt aber ausruhen. Und du musst dich ausruhen. Ich habe auf jeden Fall hier alles weggeräumt. Also der Schlaf tat mir richtig gut. Ich bin jetzt wieder richtig fit und habe voll Lust, hier noch irgendwie unseren Schlafplatz schön zu gestalten, und bevor wir müde. In unsere Träume fallen. Und Hella ist jetzt müde. Aber du kannst das ja hier erstmal schön aufräumen und so. Ja. Oder was dekorieren, so wie du möchtest. Ja. Und ich esse und schlafe in der Zeit. Hauptsache, ich darf nachher wieder auf mein Bett. Ich kann mich nicht zwischen diesen beiden Kuchensorten entscheiden. Entweder nehme ich den Käsekuchen oder Schokokuchen. Es ist so schwierig, aber eigentlich liebe Käsekuchen. Ich muss diesen Käsekuchen jetzt nehmen. Ich gönne mir einfach mitten in der Nacht in einem Supermarkt Käsekuchen. Wir können doch nicht gefrorenen Käsekuchen doch essen. Cheers. Cheese. Cheese. Cake. Richtig lecker. Ist in Ordnung. Nur ein bisschen hart abzubeißen. Mhm. Es ist einfach ein Cheesecake-Eis. Ich hole jetzt endlich mal die Deko. Hier sind wir jetzt in der Deko-Abteilung. Pflanzen. Das sieht schon ganz gut aus. Was ist das denn bitte? Ist das eine Vase? Okay. Einfach goldene Blätter. Wie geil ist das denn? Irgendwie kann ich mich hier nicht entscheiden. Ich tendiere dazu, einfach Fake-Pflanze zu nehmen. Die haben wir nämlich zu Hause auch. Da fühlt man sich dann direkt heimisch. Aber das wäre ja nochmal cool, so eine Nachtschrank. Lampe, aber hier ist eine Schraube drin. Es wird dann wieder schwer, die aufzumachen. Ohne Werkzeug. Obwohl die hier wahrscheinlich auch Werkzeug haben. Und hier kommen wir in die Weihnachtsdeko-Abteilung. Ist auch nicht schlecht, bald ist Weihnachten. Ein bisschen Weihnachtsstimmung. Manche sagen ja, es ist nie zu früh für Weihnachten. Einfach ein Pferd als Tannenbaumkugel. Also das würde Hella gefallen. Das ist doch geil. Brauchen wir nur noch einen kleinen Tannenbaum. Der. Der kleinste Tannenbaum der Welt. Hier gibt es auch so 1000 verschiedene Kugeln. Wir schmücken einfach so einen ganzen Weihnachtsbaum. Das wäre es doch mal. Leute, hier gibt es Tannenbäume. Wir haben ja auch seit ein paar Jahren so einen Fake-Tannenbaum. Und das ist einfach die beste Erfindung. Das würde Hella doch feiern. Einfach ein pinker Weihnachtsbaum. Aber ist auch ein bisschen too much, oder? Pinker Weihnachtsbaum und dann hier so solche Kugeln da dran. Das wäre doch mal crazy. Ah, ich habe hier noch einen kleineren gefunden. Der ist nur 1,50 Meter und der ist 1,80 Meter. Ich glaube, 1,50 Meter reicht doch. Ich würde sagen, den Baum nehmen wir einfach mal mit. Und dann hier noch so ein paar Kugeln. Die sehen doch ganz gut aus. Oh Gott. Und jetzt Abmarsch zurück. Ich habe uns einen Tannenbaum geholt. Warum? Ein bisschen gemütlich hier machen. Und? Extra für dich? Oh, wie süß. Ein Pferdchen. Hella ist scheinbar eingeschlafen. Schläfst du? Sie grinst beim Schlafen.
Ich habe auf jeden Fall den Tannenbaum aufgebaut. Jetzt hänge ich noch die Kugeln dran. Und Hella, wir müssen noch Zähne putzen. Willst du nicht mal Ausschau nach einer Zahnbürste halten? Ich glaube, unter der Decke findest du die nicht. Oh, ja. Ja, 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 das sieht sehr gut aus. Die grüne ist für Tom. Die pinke ist für mich. Jetzt habe ich auch noch eine Zahnpasta. Perfekt. Hier gibt es nämlich noch so Reinigungstücher. Die brauche ich nämlich auch noch für mein Make-up. Seid ihr bereit für das ultimative Glow-Up vom Weihnachtsbaum Anfang November? 3, 2, 1. Oh, falsche Richtung. 3, 2, 1. Wow, oh wie nice. Jetzt sieht es hier wirklich gemütlich aus. Oh, das ist wirklich richtig gemütlich. Ja, ne? Schade, dass ich hier nicht liegen bleiben kann, sondern auf ein Hundebett muss gleich. Wenn du ganz lieb bist und brav deine Zähne putzt, dann können wir uns vielleicht das Bett teilen. Das wird echt eng. Jetzt putz erstmal deine Zähne. Ich will sehen, was du uns da geholt hast. Ich habe für dich diese Zahnbürste mitgebracht. Okay. Eine grüne. Für mich habe ich die hier mitgebracht. Und dann noch diese Zahnpasta. Und für mich habe ich noch Reinigungstücher. Ich mache dir deine schon mal fertig. Und das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du zum Zähneputzen Apfelschorle nimmst. Anstatt, dass du dir so ein anderes Wasser noch holst. Schmeckt viel besser. Das war zu viel. Zu viel? Mhm. Das ist ja auch furchtbar. Tom, was hast du vor? Das war einfach viel zu flüssig. Hast du das gerade in mein Mais geschüttet? Ich hab den gegessen, Hella. Komplett auch gegessen? Ja, da sind noch so 10 Maiskörner drin, aber den Rest habe ich gegessen. Es ist mir halt aus dem Mund wieder rausgelaufen, weil ich zu viel Flüssigkeit im Mund hatte. Und ich musste es einfach ausspucken. Das ist halt echt eklig. Naja, ich würde sagen, damit verabschieden wir euch von uns jetzt. Wir sehen uns morgen früh. Ja. Mal sehen, ob wir die Nacht hier überstehen. In 5 Stunden sehen wir uns schon wieder, weil dann kommen hier die ersten Mitarbeiter und wir müssen ja auch noch irgendwie was frühstücken. Leute, wir sind einfach gerade aufgewacht. Und das Licht ist einfach an. In dem ganzen Laden ist das Licht an. Wir haben das nicht gemerkt, dass es angemacht wurde. Es ist 6.43 Uhr. Ich glaube, wir müssen mal aufstehen und unser ganzes Chaos hier wegbringen. Wie hast du geschlafen? Ganz gut. Dafür, dass wir hier auf einen Quadratmillimeter zusammenliegen. Das hat mich auch gewundert. Ich dachte, ich falle hier in der Nacht raus, aber irgendwie bin ich das nicht. Aber meine Nase ist zu. Ey, jedes Mal, wenn wir so ein Video drehen, werde ich krank danach. Ich hoffe diesmal nicht. Dann lass uns mal aufstehen. Und die Unordnung hier weg. Oh, ich kann nicht mehr reden, ey. Sprachen lernen, Bubble. Die Unordnung hier wegmachen. Also, ich bin einfach nur froh, dass ich nicht auf diesem Kissen schlafen musste, dann lieber auf dieser Minimatratze. Also, das wäre ja alles auseinandergefallen und ich hätte halt auf dem Boden gelegen. Dann sei lieber froh. Mit dir ein Bett teilen. Sei froh. Und du hättest dein Bett nicht mit mir geteilt. Du meintest am Anfang noch so: Du musst dir was anderes suchen, du darfst nicht das Gleiche. Ja. Egal, ich räume hier jetzt erstmal auf. Ach, das war direkt hier neben. Erstmal einfach direkt hier neben. Ich suche mir in der Zeit schon mal was zum Frühstücken aus. Es gibt ja hier allerlei. Wir können ja leider keine Elektrogeräte benutzen mehr. Was haben wir hier so zu essen? Oh, im Hellen ist das viel angenehmer. Da muss man nicht die ganze Zeit mit der Taschenlampe rumlaufen. Also, wir hätten hier auf jeden Fall schon mal so Brotaufstrich. Marmelade. Aber kein Brot, außer hier. Man könnte natürlich so Schwarzbrot hier essen. Ich schaue erstmal noch weiter. Oh ja, mein Kakaodrink. Irgendwas in die Richtung. Das habe ich noch nie getrunken. Die kennt man. Aber ich glaube, ich will das hier mal probieren. Es ist halt eigentlich auch noch viel zu früh zum Frühstücken. Sonst stehen wir erst so um 8 Uhr oder so auf. Und jetzt ist es halt 6.50 Uhr oder so. Hast du schon Hunger? Nee, irgendwie noch nicht so richtig. Ich auch nicht so richtig, aber ich habe schon was Cooles gefunden und zwar einen Kakaodrink. Oh, wie nice. Also ich brauche auf jeden Fall Milch und zwar werde ich diese Choco-Chips essen. Ich glaube, die schmecken bestimmt ganz cool. Also der Affe verrät mir, dass es ein Riesenspaß ist und man in Milch surfen kann. Das will ich auch. Und jetzt muss ich mir nur noch eine Schüssel und einen Löffel suchen. Und dann kann das Frühstück auch schon starten. Ich glaube, ich habe eine gute Schüssel entdeckt. Die ist einfach pink und schlicht. Die nehme ich. Und jetzt muss auch noch dieses Zweierlöffel-Set mit. Ich habe mir eine Packung Zwiebeln geholt. Okay. Zwiebelmett, richtig nice. Zwiebelmett, oh. Brot und Salz und Pfeffer. Perfektes Bauarbeiterfrühstück. Super. Jetzt bin ich mal gespannt. Kann man auf jeden Fall sehr gut trinken. Ich habe den Kakao schon mal vorgekostet für dich. Was soll das? Schmeckt der denn? Ja. Oh, der ist echt nice. Aber scheinbar gibt's keine Butter oder ich bin einfach blind. So, dann sage ich guten Appetit, ne? Leute, so schnell nimmt man Zwiebeln. Erstmal nur so halbe Schlitze und dann kann man die schön
Oh, ich glaube, hier werden gerade Sachen umgeräumt. Wir müssen uns, glaube ich, etwas beeilen. Natürlich nicht vergessen, Salz. Oh, meine Augen, ey. Dein Blick ist wirklich am besten. Das ist wirklich schlimm. Und Pfeffer. 9 von 10. Das war wirklich köstlich. Also eine köstliche Mahlzeit, die jetzt leider schon zu Ende ist. Also ich könnte noch mehr essen, aber so doll Hunger habe ich jetzt um 6 Uhr. Wie spät ist es? 7.16 Uhr. 7.16 Uhr, doch noch nicht. Aber mein Kakao, den trinke ich noch. Jetzt brauche ich aber noch was für meine Vitamine. Ich habe gestern Abend hier schon hohes C Plus gesehen. Aber die Sorte habe ich noch nie getrunken. Groß und stark. Glaube, ich sollte davon was trinken und nicht du. Da werde ich ein bisschen größer. Aber du willst auch immer, dass ich groß und stark werde. Du bist groß und stark, aber nicht breit. Dann probier mal, Hella. Riecht gut, schmeckt gut. Und ist gesund. Kann man trinken. Ist echt lecker. Ich muss jetzt noch mein Bild wegräumen und jetzt schauen wir uns das alles mal im getrockneten Zustand an. Am Ende ist es halt immer so, dass ich mir das eigene Bild eigentlich quasi wegnehmen muss, weil ich es dann immer übertreibe und tausende Spritzer und alles da noch hin tue, was geht. Aber was sagst du? Ja, ich find's ziemlich cool. Ich nehme die Leinwand und du räumst deine Farben und so. Oh, die klebt hier fest. Wir sind inzwischen wieder draußen und jetzt werden unsere ganzen Lebensmittel und alles, was wir benutzt haben, hier eingeladen, damit nichts weggeschmissen wird. Ah, können wir alles noch weiterverwenden. Und Hella durfte sogar diese Decke behalten, diese Plüschdecke. Das ist nice. Die ist richtig gemütlich. Darunter haben wir heute Nacht geschlafen und darüber hatten wir diese weiße Decke. So, jetzt kommen hier noch die letzten Sachen rein, die wir benutzt haben. Das kann da rein. Perfekt. So. Und die Leinwand, die lassen wir hier. Die Filialleitung hat die Leinwand von uns geschenkt bekommen. Dafür haben wir ganz viele Sachen auch von denen geschenkt bekommen. Und ich glaube, wir werden jetzt auch das Video hier beenden, wo wir es gestern angefangen haben, vor dem Laden. Wie hat es dir gefallen? Es war ein richtig witziges Video. Und eine Erfahrung auf jeden Fall fürs Leben. Wer hat mal bitte in einem Supermarkt geschlafen? Ist so. Und es war so nice, sich einfach alles nehmen zu können, was man wollte. So, ja. Ella hat ein Bild gemalt. Man konnte alles essen, was man wollte, auch wenn die Steckdosen manchmal nicht funktioniert haben. Sie meinte eben, das kann daran liegen, dass die Sicherung manchmal rausgeht, wenn das Licht aus ist. Haben wir nicht gewusst, aber wir sind ja satt geworden. Also ich glaube, so gut gesättigt waren wir selten in einem Video, wo wir irgendwo übernachtet haben, oder? Ich fand es halt auch so praktisch, weil man dann einfach, oh, ich habe Lust auf das und dann gehst du los und kannst es nehmen. So. Oh, ich habe was vergessen. Ja, einfach nochmal losgehen einfach und das perfekt. Holen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für diese witzige Aktion und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.